EA Sports. It's in the game. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir freuen uns, diese Partie für Sie begleiten zu dürfen. Real Madrid gegen den FC Barcelona, das ewige Duell der beiden dominierenden Mannschaften im spanischen Fußball. Allein in Pflichtspielen gab es diesen Klassiker schon weit mehr als 200 Mal und die Bilanz ist nahezu ausgeglichen. Die Erwartungen an diese Partie sind gigantisch. Und das völlig zu Recht. Keine der beiden Mannschaften geheizt in den Duellen mit Toren. Und ich wüsste auch nicht, warum die Ausrede heute ändern sollte. Allein die beiden Offensivreihen lassen doch das Herz jedes Fußballfans höher schlagen. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Heute spielen sie hier in der 4-5-1-Formation. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Luis Suarez. Trifft er, ja, drin, Tor. Und so musst du das Ding reinnehmen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Ein spektakulärer Treffer. Ob er den wirklich so gewollt hat? Barcelona geht hier also in Führung. Den muss er jetzt machen. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Schuss. Da passt der Torhüter auf. Das muss. Der Ball ist drin. Tor für Real Madrid. Fahne ist oben. Abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt Ramos. Das könnte gefährlich werden. Schuss von Ronaldo. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Und jetzt Suarez. Die Flanke von Neymar. Messi. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Iniesta. Und da gibt es einen Freistoß gegen Real Madrid. Pepe sieht die Gelbe. Super Aktion. Da konnte man auch ohne Wiederholung sehen, wie knapp das war. Ein richtig guter Versuch. Sehr gute Technik beim Freistoß. Und den Ball hat er sich geholt. Dani Alves jetzt am Ball. Der Ball ist draußen. Real jetzt mit dem Einwurf. Nun Ramos am Ball. Souverän, er hat den Ball. Nun Neymar. Groß. Und wenn Sie etwas kreieren wollen heute, dann wird Toni Kroos natürlich gefragt sein. Ein Künstler auf dem Feld und einer, der die Mitspieler brillant in Szene setzen kann. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Noch immer ist ja nicht ganz klar, wie der Bau des riesigen Estadio Santiago Bernabeu im Jahr 1944 überhaupt gelingen konnte. Ja, treibende Kraft war damals die namensgebende Christian und Tor für Real. Jetzt steht es unentschieden, das Spiel ist ausgeglichen. Ein
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Suarez. Neymar jetzt. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Gut geklärt, das war wichtig. Fällt jetzt das Tor. Einwurf für Real Madrid. Luis Suarez. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Jetzt Ronaldo am Ball. Der Angriff könnte was werden. Ronaldo! Was geht jetzt über Messi? Neymar! Und der Ball geht deutlich drüber. Gareth Bale. Jetzt Barca am Ball. Und Neymar. Jetzt Suarez. Jetzt Pepe. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Toni Kroos. Und nun Bale. Und der Benzema. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Messi jetzt. Gibt jetzt die Gelegenheit. Luis Suarez. Na gut, ich meine, es kann ja auch nicht jeder reingehen. Hier trifft er nicht. Trotzdem, er zeigt ein wirklich richtig gutes Spiel bisher und war ja auch schon erfolgreich. Nun Benzema. Super Timing, da kommt er raus und hat den Ball. Eine ganz starke Aktion vom Torwart. Spielt er gut mit. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorn hier. Es steht zur Pause 1-1.